Wo sind deine Kopfhörerin? Ja, ich habe sie abgenommen, echt. Oh scheiße, es ist 15.30 Uhr, wir gehen ins Game, das heißt die Sonne wird untergehen und dann wird auch diese Frage uns wieder... Oh Mann. Oh Mann. Let's get it. Wir spielen gegen einen Yone. Level 1 können wir doch gar keinen Fall viel machen. Und Level 1 chillen. Jetzt spielt Rebel Evelyn, bitte. Letztes Game mit Rebel war 3 Level down in meinem Team. Hoffentlich ist dieses Game auch 3 Level down. Und Enemy Jungler hat 5 Plates gegeben. Oh no. First Blood für meinen Top-Laner, of course. Why? Kommt dann die Lane mit einem extra Dagger nämlich an. Ist wahrscheinlich besser als Boots zu kaufen. Vielleicht sogar 2 extra Potions, wenn er Dagger Pot kauft mit seinen 400 Gold. Ja, das suckt. Sehr uncool. Top hat kein Flash, aber mein Jungler Path weg von Top Lane. Wahrscheinlich werden wir das nicht punishen, also. Sehr, sehr schade. Du schon da nicht gewillt, es zu flashen. Einfach, wenn er schon Clan zieht, kann er auch einfach überleben. Aber I guess he refused. Jetzt habe ich gegen jemanden lane, der eh schon insane mit Attack-Speed scaled, der Attack-Speed hat. Mal gucken, wie wir das spielen. Longsword und Pot, interesting. Den extra AD. Ich hätte gedacht, er will einfach mehr Qs haben. Beinahe gesidest hat, aber beinahe ist nicht gut genug. Ich will nicht wirklich irgendwas machen. Er hat einfach die Lane schon gepusht, bevor wir da waren. Er hat ein extra Item, er hat ein extra Potion. Yay, yay. That just this what it is. Wir sind warten und scalen. Auf ihn reagieren hauptsächlich. Wie gesagt, er ist eigentlich relativ angreifbar ohne Flash, aber dafür müsste mein Jungler Toplane kommen und wie gesagt, der pufft runter. Ich meine, wenn er hier... Man hat einfach nur 2 Camps behind der K6. Mit dem Invade. Okay. Nicht ganz durchbekommen. Naja, sind 2 CS behind. Aber werden noch immer. Ja, Blue Wolf hat bekommen, das ist nice. Er wird noch ein extra Bot bei Farm und nichts verlieren. Einfach so gut für ihn. Das ist so fucking sad. Aber was soll ich tun? Not much to do about it. I mean, die ganze Wave ist weg. Es ist kinda worth. Aber ich hätte, ich glaube, ein bisschen früher committen müssen, damit ich Presence of Mind procke. Damit ich W bekomme. Ich hatte kein Mana für W. Oh, super gut, wenn sie die ganze Wave verliert. Ich sollte wahrscheinlich straight Harbys kaufen, sonst bin ich einfach zu doomed gegen den Yone. Der hat jetzt verloren, der hat einfach das gleiche, was der Toplane verloren hätte, hat einfach Botlane gefarmt. Und da ist er komplett am Chillen. Noch ein Kill oben drauf. Ihm geht's gut. Aber ich hätte ein bisschen mehr Damage machen müssen für. Ein bisschen früher Damage machen müssen für Presence of Mind. Ich glaube, mir hätte so 2. Maximal so 10 Mana gefehlt. Er hat nicht geresettet.
Als die Flashlosigkeit bestrafen wir auch nicht. Einfach nur ein sehr einfaches Game für Jon seit Level 1. Kriegt er Verspott auf meinen Botliner. Dann nochmal ein Kill auf ihn. Das wurde das. Aber ist okay. Alle müssen schon fertig werden mit Tabi. Sollte okay sein. Wenn ich Jon nicht müsste, töte ich ihn. Was ist sein Punkt? Like, ich habe meine Ulti, ich habe den Skillshot gemisst. What is his point? Ja! Yeah. Ist true. Nee, ich hätte nicht das Auto gecancelt. Den davor wenden. Aber solche Team, also, du brauchst solche. Ach, whatever. Ist fein. Gib Jon 2 Kills. Komm nicht Toplane, wenn er keinen Flash hat. Und schreib dann in den Chat. Smart. Sehr gut. Danke, Bro. Einfach geil. Er hatte wieder Flash. Ich hatte keinen Ignite. Aber ich habe einen Jungler mit dem Keyboard. Not bad. Ob ich hätte das Devil, als ich einen Rapper habe. Das wäre nice. Kann ich Toplane fighten? Ein Flash. Nice. Schöner Solo-Kill. Haben wir schon in seinen Ult bin schon in die Ult reingelaufen, damit er mich trifft und ich wegulten kann. Wir kriegen den 600 Gold Shutdown, das ist echt angenehm. Ja, wenn ich die Playdings nehme, ich habe Angst vor Evelyn. Akaz kann jetzt keinen dummen Kommentar schreiben, der weder hilfreich noch produktiv noch irgendwas anderes ist. Freut mich für ihn. Haben wir mal den 3-0 Typen umgenockt. Das ist nice, auch gute XP für mich. War sogar richtig nice. Ult zu traden in der Situation ist so gut für uns. Okay, schade. Das sackt ein bisschen, aber gut. Dass ihn ja der Arrow trifft. Low-key unlucky. Oh, ich warte auf Ignite, bis ich ihn fighte. Zumindest bis auf Ult. Mein Text wird ausgelaufen, ich bin untröstlich. Noch viele Weile kein Flash, der Jon, aber ich habe auch keinen Rap-Buff mehr und keine Ult, kein Ignite. Er hat schon scary Lifestyle, wenn ich ihn nicht igniten kann. Kein Burst habe ohne Ult. Der Typ ist einfach geil. Warum sieht man die Q nicht? Haben wir sie nur gehört, aber er hatte keine Animation von der Q.
Ja, er hat hier das Ding gerade gepockt. Squire ist Boom in Midlane. Ich habe wieder Ignite. Wenn ich von der auf die Map zurückkomme, können wir vielleicht fighten. Aber ich glaube, ich stay vielleicht hier. Ich habe das Gefühl, er könnte die nächste Wave hard pushen wollen. Dann können wir mit Kha'Zix vielleicht umnocken. Ich habe noch nicht ganz Ignite dann. Ja, aber er geht auf die nächste Wave von Kha'Zix. Das auch registriert hätte, wäre insane, aber na gut. Ohne Ignite hier zu schmissen, ist eigentlich greedy. Und zu spät. Wenn wir einfach raus sollten. Nice. Sehr, sehr gut. Ich weiß noch, ob mein Player auf mein Ping reagiert hat und wir haben genau richtig gelesen, was Jon machen würde. Er denkt, ich reset, dann wird er die Wave abpushen und dann stayen wir einfach und töten ihn gemeinsam mit K. Auch schöner Block von Kha'Zix auf die an der Jon-Ult an der Wand. Das war nice. War wichtig. Ist einfach rausgeultet. Weil Jon sollte doch früher realisieren, was passiert und einfach ulten. Carry Jon TP. Ja, I mean. Hat kein Flash, aber hat ult, ne? Dafür sollten fein sein. Gehe ich Midlane? Einfach deine Wave Toplane. Fein. Lightning nehmen. Danke dem Malmix und Bigfoot. Big Food, danke für die Subs. Ah, wenn Malphite da nicht hinmoven kann, dann kennen wir jetzt. Der bin jetzt auch gleich hier. Nice, haben wir den gespottet, aber diesen Harold zu starten war einfach super grief von meinem Jungler. Evelyn kann immer noch hier sein, der hat doch gerade gut. Armin. Aber wie ist, warum Kha'Zix so dumm? Natürlich kann die noch hier sein. Ich hätte einfach igniten sollen. Hm, schade. Aber er kriegt immer seinen Flash. Ich hätte trotzdem einfach straight igniten sollen. Ich bin ja quasi in seinen Knock-up reingedasht. Ich glaube, ich kann Top-Line-Bomb tun. Wollte was passieren. Ich hab Ult ignite. Evan hat keine Ult, kein Flash. Wir haben nur Chunken, okay. Und dann, nice. Ich habe auch überlegt, ob ich Bot TP'en sollen, aber dann habe ich obviously Evan dann auf meinem Gesicht gesehen. Sie kann mich halt nicht töten ohne Ult. Ich könnte sie töten, aber nicht unterm Turm. Die große Preisfrage ist jetzt, der Cosmic Drive wurde genervt für Victor oder halt für Mages, die das Item gekauft haben. Aber auf Gwen war das Item fantastisch stark. Ist es jetzt auf Gwen trotzdem noch gut? Kann ich nicht. Wahrscheinlich sollte ich einfach Sonders kaufen, Second. Was keiner sagt. Aber gegen Zed, Evelyn, Ult ist schon nachvollziehbar. Also nicht so schlecht. Aber ich habe kaum Ability Haste, ne? Eigentlich nicht gut so zu traden, aber die Botline-Camps spawnen, dementsprechend höchstwahrscheinlich ist Evelyn Botside, hoffentlich jedenfalls. Ein permanent One-Shot, wenn sie es will. Ein Harold gewardet. Würde ich für den Pinkward clearen, deswegen warten wir da die ganze Zeit. Er hat den Pinkward gesehen, als er Harold gewardet hat. Und will dann irgendwann Pinkward clearen gehen, wenn er mich auf der Wave nicht sieht. Also gehen wir her. Mann, der war mal 3-0, der Jon. Nice, richtig, richtig gut. Er war in so einer guten Position, das Game zu carryen und wurde auseinandergenommen jetzt. Letzten paar Minuten, das ist echt nice.
Super wichtig. Malphite rein looten kann? Hätte auch Luke schon lange töten können, Malphite. Wollte denn jetzt die Evelyn? Hätte auch Lux töten können. Das ist der beste Plan, den ich habe. Einfach einen Turm für mein Team tanken. Ich kann nicht folgen, ich habe keine Reichweite. Alter, die Heilung von Sona wären so crazy, ne? Sie ist Midlane-Evelyn. Gut, wir können uns noch umentscheiden zwischen Sonyas oder Cosmic Drive. Hat jemand eine Ahnung, was besser ist? Cosmic Drive? Ich habe nicht ganz angeguckt, wie sehr es genervt wurde. Im Vergleich zu dem Item, das es in Season 11 war. Wenn es einfach wieder das Season 11 Item ist, dann wäre es ja fein auf Gwen. Müsste ich mir gleich mal angucken nach dem Game am besten, damit ich das langfristig weiß. Müssen nicht Green für den Turm, können wir später kriegen. Habe ich hier von der Honeyflut? Geht uns langsam aber sicher hier. Schauvion haben wir erst wieder mit Ignite. Nicht so viel Mana. Witze Warren ist nicht so gut gegen Evelyn, aber gegen den Rest. Ich glaube, wir sind einfach hier pushen lassen und chillen. Nice. Ich glaube, ich soll nicht geblockt, also hätte ich nicht 1v1 getötet, aber ich gebe mir den Trade auch 1v1. Bin zu stark für den Typen mittlerweile. Ach schon, was heißt mittlerweile? Wir haben fucking dreimal gesolo-kickt. Und seit einer Weile sind wir stärker. Sehr langweile. Angst vor Evelyn, aber nicht genug, um hier. Ach, ist es nicht vielleicht trotzdem besser? Kann ich jetzt. Ich habe halt kaum Ability Haste. Das ist halt wirklich nicht. Bei 25 Ability Ace, das ist echt schlecht. Dann jungle das 2 Level down, aber. Okay. That's tragic. That is highly tragic. Tausend Gold für Zed. Nice. Hab das Gefühl, ich muss das Item kaufen, sonst bin ich einfach zu useless, wenn ich es nicht habe. Cosmic Drive. Und dann nach einfach Demonic Embrace. Fast so wie früher. I remember when she sewed my dress with these scissors. Now they cut a different cloth. Evelyn Darts ist ein bisschen greedy hier, den Turm zu gehen, aber mit 300, oh mein Gott. Ach, nicht gut, Mann. 56 Gold für Yone. Ja. Das hat Evelyn, hätte ich respekten müssen, of course. Nicht gut, Yone den Weg ins Game zurückzugeben. Wir haben ihn so outplayed die ganze Zeit, aber ein paar Shutdowns und der ist back halt. Ne? Logisch. Hat er mich nicht ohne outplayed, er mich gelastet. War fucking Evelyn, of course. Item klingt doch so bad.
kann mir das nicht kaufen. Oder? Ich muss doch irgendwo Ability Haste herkriegen. Bisschen mehr Leben ist auch nicht schlecht für Demonic Embrace, damit es mehr Wert mitbringt. Jetzt meine Wave ist weg, okay. Könnt ihr auf Zed rotieren? Zu mir rotieren, wenn wir sofort reagieren. Ich bin einfach dead. Einen guten TP-Ward unten. Wow. Da wurde gerade schon davor gecatcht. Das ist leider jetzt der Soul Point für die Gegner. Aber bitte mit Malphite, Malphite. Nice. Wichtig, wichtig. Dann nehme ich Soul Point jetzt die Gegner. Hätte viel mehr, aber das ist auch egal eigentlich. Wir müssen eigentlich groupen gegen Evelyn so oder so. Ja, wird es dann gut, wenn wir jetzt mit dem was machen können. Wenn du stand mit dem Pyo, können wir eigentlich top rotieren nur. Wird schon fighten wollen. Aber ist eigentlich zu greedy, der Charge ist viel zu deep. Ja, wir sollten Player zwingen, mit Karten ziehen und catchen kann mit Lucian und Sona. Okay, ich bin tot, wenn ich jetzt. I guess we don't do shit. Was? Das ist so boring. Like, au! Wir haben hier Private und Harold Toplane und was machen wir? Warum machen wir nichts? Warum machen wir nichts? Wir haben Yolanda gerade getötet. Wir können einfach Topset reinlaufen. Wir haben Private und beiden Waves. Kha'Zix, Sona, Evelynn war sogar zu dritt Midlane. Kha'Zix, Sona, Lucian, I don't get it. Ah, my bad, I guess. Ich meine, ich wusste, als ich die Wave gefarmt habe, dass es Int ist, weil wir rausgelaufen sind. Da noch zu sterben, ist einfach nur stuhlköpfig. Was einfach auf Kha'Zix sind, das ist einfach crazy. Auch wirklich, keine Ahnung, welches Item gut ist, man. Ability Haste, alles so schlechte Optionen. I guess wir kaufen es und gehen danach Demonic Embrace. Hoffe aufs Beste. Hätten wir Morellos kaufen sollen oder so für Leben. Hängt mich Evelyn hier ab und one-shotte mich einfach. Aber nicht. Also auf der Wave mit meinem Team jetzt auch auf Midlane rauflaufen, glaube ich. Einfach gemeinsam mitgehen. Wir machen hier eh nichts Intelligentes mehr in diesem Game. Mal auch wenn wir jetzt Aram spielen mit Malphite und Sona Ult hoffentlich. Auch halt einen guten Fight vor dem Drake oder am besten von Ashe.
Malphite dann nicht ultet, versteht niemand. Ja, farmt ein bisschen, I guess. Ist okay, erst 3 Level down. Ja, wenn du one-hit, was immer sich bewegt, also bleiben wir relativ gegroupt. Ist auf Kha'Zix, of course. Der muss farmen, der ist 3 Level down. Er will den farmen Top Wave. Da geht die ganze Zeit fighten. Er ist 3 Level behind. If he wins this, I'm in. Ja, wir kriegen ihn niemals, das ist Evelyn. Kann jeden Weg laufen, den sie will. In die Alkove. Wahrscheinlich mich sogar mich noch töten. Ja, I mean, sucks a bit. Mit 2 Games in Folge, unser Jungler ist einfach 3 Level down. Jetzt haben die gleich Seele. Oh, aber wenn wir die töten, wäre es so. Oh, es ist so wichtig. 150 Gold. Meint ihr nicht, dass wir lieber Seele machen sollten, Leute? Als Nash? Oh, so wichtig, dass sie die Action noch bekommen haben. Man muss auch den Straight machen. Oh, ist auch gleich da. Vielleicht ist noch jemand über der Wand hier. Oh man, Cast wieder One-Shot, ey. Ach, was. Wenn uns jetzt gesteelt wird, dann ist es einfach so. Nice, mein Drake. Super. Und immer wir bleiben gegroupt, aber Karmin. Er sucht diese One-Wons gegen Evelyn. Hat der Z gefunden. Der Rest von uns versucht das Game noch zu gewinnen. He's a bit out of it. Vielleicht zu kriegen ist gigantic. Von diesem Champion. Warte über die Evolution, wenn du stirbst, Snash gone. Wir sind Snash so oder so gone, oder? Wenn er jetzt ewig recon muss. Ja, mit hochgeht von Sona, I guess. Wir sehen Evelyn, wir können actually die Topse. Evelyn ist Spotlane, Evelyn macht Grump. Lass Nash machen. Ein Kill ist auch gut, aber. So geil, da wir die Wand diese fucking Lux gecatcht haben. Nice, Mann. Er hat auch kein Shieldbomb mehr. Evelyn hat kein Flash. Das heißt, wenn sie reingeht, stirbt sie. Ich wollte trotzdem. Sie kann nicht Nash zielen mit Ult, mit Flash Ult. Wisst ihr, was ich meine? Weißt du, sollten Nash kriegen. Oh, so gut. Gut, dass wir davor Evelyn Flash bekommen haben, als ich Sonjassen musste. Und jetzt nochmal, dass Lucian da auf Ash geht und ich dann auf die Lux gehen kann. Das ist so nice. Evelyn kann normalerweise reinflashen und dann Ult smiten und du hast immer mehr Burst als Evelyn dabei machen. Sie hat kein Flash. Also müsste sie rein ulten. Das ist keiner Gigantic. Das ist wirklich, wirklich gut für uns. Wir sollten nicht Sidelane gehen eigentlich. Sidelane Kha'Zix beschützt mich. Ich bin immer noch One-Shot von Evelyn. Ich vertraue Kha'Zix nicht. Warum will er jetzt Raptoren farmen? Wenn ich jetzt Evelyn reinlaufe, dann bin ich selbst reported dafür, dass ich zu Kha'Zix gelaufen bin. Die vier von uns versuchen halt Aram zu spielen, Sona, Lush und ich, was wir machen müssen gegen Evelyn und Zed. Und Kha ist einfach in seinem eigenen Game drin. In seiner eigenen kleinen Welt.
Der Will ist halt irgendwo hier am rumkräuchen und fleuchen. Da. Und gut, Lucian ist Runas tot. Wir haben keine Waves. Was sollen wir tun mit Lane? Ist useless. Haben immer einen 6 von Evelyn bekommen. Aber Malphite hat dafür geflasht. Leider ist Runa ebenfalls verstorben. Oha, töten, töten. Siehst du gut. Wir haben immer Mitte-Nip behalten, also werden weiterspielen für, ja, I guess für Auto-to-Air, für Inner Turrets. Haben Inhibitoren, aber das Problem ist, dass wir spätestens eine Minute Drake fighten müssen. Und letztes Mal hatten wir Glück, dass wir den bekommen haben, dass ich den random mit Q bekommen habe. War lucky. Nächstes Mal sind wir vielleicht nicht so glücklich. Aber wir werden einfach wieder Aram spielen. Den Fight suchen und hoffen, dass Kha'Zix nicht wieder vorher stirbt. Warte auf den zweiten Pinkwater, Tank. Wieder mit den laufen. Wir haben noch 20 Sekunden lang Nash. Das heißt, wir können noch diese Wave buffen. Wir haben Evelyn gespottet. Unglaublich wichtige Info. Oh, geil. Wenn die jetzt resetten muss, wir kriegen. Oh, sie ist tot. Wir haben gewonnen. Das Game ist einfach over. Weil. Hat nicht geultet, nicht irgendwas benutzt. Das ist einfach over, das Game. Oh my goodness, man. Was ein Banger eines Games. War echt, das Game hatte so vieles. Yo, und der im Early Game nach vorne kommt mit First Blood. Dann erst 3-0, wir kriegen ihn irgendwie gesolo-killed. Dann throw ich aber auch wieder gegen Evelyn. Wir haben Yo dreimal gekillt, dann bin ich aber gegen Yo geschattert worden, als Evelyn mich da gepunished hat beim Turret. Dann Kha'Zix einfach nur am Farmen, aber Lucian und Sona spielen insane Ara Malphite und ich mache einfach nur unseren Job. Die beiden haben insane gut gespielt. Und wir laufen einfach mitten gemeinsam runter. Kha'Zix spielt sein eigenes Game, grieft komplett. Machen dann ohne ihn den vierten Drake, kriegen den ganz lucky gegen Yon-Ult und Lux und mit einem random Gwen-Q. Es hätte so viel anders laufen können in dem Game. Wir hatten wirklich auch viel Wildes. Aber Lucian hat sich auf jeden Fall verdient und wir haben unseren Job gut gemacht dafür, dass was passiert ist in dem Game. Mit fucking Yon, der so viele Kills bekommen hat im Early Game. 2 Kills auf Lucian. Auf Level 1 und auf Level 4 mit seinem TP. Ja, wildes Game. Kha war echt ein seltsamer Typ. Ich habe gemisplayt, wurde gesolo-kit von Yon. Er schreibt erstmal, ne, in den Chat, bla bla bla. Flamed erstmal drauf los und ist dann fürs ganze Game einfach nur am Camp fahren, während Evelyn Leute one-hittet. War ein wildes Game und Aram war der richtige Call. Die Items haben sich weder gut noch schlecht angefühlt. Ich habe einfach nicht wirklich was von Gwen so richtig gemerkt. Im Endeffekt konnten wir die Plays machen, die wir normalerweise immer machen können. Ich meine, die, zum Beispiel so ein Play auf Ashe ist ja nichts, was mit den Items jetzt irgendwie zusammenhängen würde. Wenn sie rauflaufen, sie kann nicht ulten. Mich stun oder so. Ein Counterplay gegen sowas in der Situation. Ansonsten ein paar Early Gameplays gegen Yon. Im Endeffekt die gleichen Items auf Gwen. Wirklich irgendwas geändert. Das ist ja hier alles noch genauso wie immer. Ich glaube, Conqueror ist auf jeden Fall weit besser als sich der Tempo auf Gwen. Aber darf sich ja nicht zu sehr auf Fistfights einlassen. Du musst wirklich auf Burstfights gehen mit Ignite ab und Ult ab. Sonst gewinnt Yon mit Lethal Tempo in dem Matchup, wenn du einfach nur tradest. Aber du musst dort innen, dann gewinnst du. So wie wir es auch in dem Game gemacht haben. Ja, das waren alles nice Plays. So eine kleine, nicht unbedingt Cheese, aber wir wissen, wir platzieren Pink Ward. Wir sehen, dass Yon Herald Warden geht. Mit anderen Worten, er wird irgendwann den Pink Ward Clan gehen. Dann tun wir so, als wenn wir resetten. Wenn er mehrmals diese Andeutungsplays, auch mit, als wir ihn für Kha'Zix gebaitet haben, um ihn hier abzuholen, wenn er nach vorne rennt, um die Wave zu fahren, beziehungsweise hier in dem Fall den Pink Ward zu nehmen. Aber dann hier auf den Turm zu gehen, war keiner Grief. Der beinahe dem Typen noch einen Weg zurück ins Game gegeben, was ich hier gemacht habe. Ich glaube, hier töten wir ihn nochmal, genau, mit Lucian. Dann gehe ich auf den Turm, was ziemlich suckt, weil es sehr, sehr transparent ist für die Gegner. Und dann gehen wir dem Yon nochmal 650 Gold Shutdown, weil Evelyn mich auf einen Spiel hittet und Yon einfach nur last hatte mit 200 Damage mit seiner Ult. War nicht so nice von mir. Nicht gut, Yon diese Kills zu geben, wenn auch noch eine Wave um drauf habt und die nächsten und dann 56 Gold Shutdown erhält. Aber ja, natürlich, die Leute, die Fäden in Hand gehalten haben, waren Lucian und Sona. Generell, wie gesagt, Xerath Embrace auf Sona fühlt sich so peern.
glaube, der Champion wird mehr gespielt werden in den kommenden Patches. Das Item ist so, so gut. Wenn Sona auch nur halbwegs durch die Lane durchkommt, ist sie so OP. So oder so schon, aber mit Seraph's Embrace halt noch mehr. Und ja, danach haben wir einfach nur unseren Job gemacht, I guess. Aber schon gut. Schön, Yone outplayed den Laning Phase selbst, nachdem er so weit vorne war, ihn noch zu bezwingen, ist echt, echt wichtig gewesen für das Game. Hätten wir nur eine Winning Lane gehabt, so hatten wir zwei Winning Lanes. Fortnite war Hard Winning und ich war Winning. Normal Winning. GG's.